Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute weiter auf der Cantabria Infinity. Ich hoffe, dass bei euch das Bild noch hell genug ist. Wir haben 21:18 Spielzeit. Ich glaube, bei den letzten, da war es nämlich um die Zeit schon ein bisschen dunkel. Was ich halt im Nachhinein gesehen habe bei den Videos. Ich hoffe, es geht noch. Und zwar gestern haben wir gedüngt. Wir können 1, 5 und 14 aussehen. Bei den Äpfeln braucht man auch ein Wasser, was ich zuerst machen würde. Aber bevor ich das alles mache, würde ich gern mal reinschauen. Und zwar hier. Und zwar schauen wir mal, ob das stimmt. Platzierbare Objekte. Wasserturm Werkstoff. Nein, 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 nein. Anat. Tatsache, da ist es. Farming, Tabling, Loading. Er muss zum Laden vom Tablet eine eigene Station hier bauen. Heftig. Muss ich ehrlich sagen, das ist heftig. Ja, auf der nächste werden wir kaufen und wohin stellen. Unseren depperten Tablet. Ein Wahnsinn, hey. Na, ehrlich gesagt, wenn da ein Haus wäre, eine kleine Station zum Hebauen, ja, aber direkt ein Tablet, da kannst du nicht eine Bank, haben wir auch für nicht. Wir könnten wieder drehen. Jetzt auch. Da. So. Und das stelle ich da beim Parkplatz auf. Da so. Und dort stört es mich nicht. Ach, schau. Mit der Maus ist es einfacher. Daher passt. Gut, dann zurück. Laufen wir mal hin. Baukosten 20.000, ja. Und das zweite, was ich herausgefunden habe, ja, bei manchen Sachen nicht starten können mit der Taste 4. Und zwar, was ich vergessen habe, ich habe zwei Tasten 4. Einmal auf dem Lenkrad, einmal auf dem Sidepanel. Und vielleicht ist das andere gemeint worden. Tür öffnen 3. Tablet in Ladestation stecken. Ist cool, weil da habe ich noch nichts zugewiesen vom Dings. Laden vom Tablet ist er. Ja, passt. Inzwischen während der Schnauflohn dort, hätte ich gern auch. Also, das würde ich gern mit dem Farming-Tablet machen. Das zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Ist jetzt gleich fertig. Zum Glück geht das sehr schnell. Passt. Gehen wir da wieder raus. Tür schließen. So, und jetzt gehen wir aufs Tablet. Und zwar. Wir haben da noch was. Das Horsch. Das hole ich mir, weil ich hab mir das jetzt auch geschaut da.
Aber ich gehe dann noch einmal weg, weil ich hätte dann die Hirner nämlich schreien. Das ist ein bisschen nervig. Ist mir. Ich weiß nicht, ob es bei euch also laut ist, aber bei mir in die Wand rennt das gerade ein bisschen. Gut, dann gehen wir noch einmal aufs Tablet und zwar das Horsch. Das Horsch ist nicht schlecht, weil man sich dort ein Saatgut verbraucht. Und da oben steht es, Kaufwert. Über der Mappen, wenn du schaust, die Größe, die Fläche und der Kaufwert, was das Feld kostet. Für das, was ich gerade grobert habe, wird 160.000 kosten. Aber jeder Interesse am Feld 4, das wäre erntereif, kostet aber 306.000 noch. Und das Feld 6 wird 231.000 kosten. Wäre gerade erntereif. Ich habe mir gedacht, dass ich mir mal jetzt ein Feld, was war das? 2 kaufen wir. Das ist nämlich nicht so klar. Das wird passen. Und mal kurz durchschauen. Da sind die kleinen. 21er. Also 22er, das. 23er. 24er. Also der will ich mir auch besorgen jetzt. Der will mir alle jetzt kaufen. Und dann es noch unten noch bearbeiten. So, gut. Ja, Saatgutverbrauch haben wir da. Und gibt es da noch was? Ah ja, da. Düngeverbrauch und Saatgut nur. Flüssigdünger, Mistgülle, Gärreste, Kompost. Also was ist aber auch. Feld 7, 13. Also okay, schnell. Ist irgendwie eine nicht schlechte App. Und wenn ich schon habe, ist auch jetzt nutzen. Berechnete Werte stimmen nicht zu 100% überein. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber mir geht es halt darum, mit sich kleinen Kaufpreis von die jeweiligen Felder. Ich muss nicht extra noch hingehen zu den Feldern und schauen, was kosten der jetzt. Außerdem 200 haben wir noch eh noch im Bunker, dadurch, dass jetzt noch das wir noch wieder festmähen und auffüllen und schauen, dass ich dadurch wieder Gold reinbringe. Das, was noch nicht ganz funktioniert, ist glaube ich das da, das Farm-Silo. Und da weiß ich aber nicht warum. Der erkennt meine Silos nicht. Es gibt eigene fertige Silos, was man hieben kann. Und das wird er zum Beispiel erkennen. Das habe ich gesehen. Achso, nein, warte, das muss ich was anderes testen. Haha. Mal kurz schauen. Und zwar ist das eingeschalten? Ja. Das ist eingeschalten. Weil das hätte es auch können sein, wenn die nicht eingeschalten sind, das und das, dass er dadurch nicht erkennt, Abladestelle schließen. Ja, das könnte ich zumachen nochmal. Schalten wir es einmal aus. Vielleicht erkennt das Tablet nachher. Und zwar der Blödmann, wie kommt da jetzt? So. Und Silos. Naja, kennt es trotzdem noch nicht. Irgendwas hat es da. Da muss ich noch genauer nachschauen. Ich habe halt nur gesehen, zum Beispiel. Machen wir da auf. Gehen wir da rein. Platzierbare Objekte auswählen. Haben wir sowas da? Okay. Heute habe ich es wieder mit dem Trocken auswählen und zwar. Moment, wo ist sonst da drinnen? Möglicherweise, wenn ich den hinbaue, dass er den erkennt. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher, in dem Sinn, ich habe die Map zwar. Ah, das App. Nicht Map, App. Aber ist ja wurscht. So, dann.
Hat also echt Fenster. Muss ich mir Perlen dann auch. Und da sind wir da. Ja, hilft ja nichts. Schauen wir unser Glück noch an. Gehen wir schnell Gas noch. Schauen wir, dass wir fertig werden, bevor es ganz finster ist. Ich sag halt, bei mir ist es nicht so extrem finster noch, ich sehe noch auch ohne Licht gut, nur was ich weiß, bei der letzten Aufnahme, ich habe das einmal mit dem Handy angeschaut, mit dem Handy, wenn du das Video anschaust, ist es noch verdammt dunkel, mit dem Fernseher und Computer ist es auch halbwegs gegangen. Auch nach dem Schneien, ich habe das Video angeschaut, das ich habe keinen Unterschied gesehen zu dem, was ich jetzt sehe. Deswegen wundert mich das ein bisschen, dass es nachher verdunkelt wird. So. Ich hoffe, da kann ich jetzt noch ein Steifeln, was dann auch im Dings drinnen ist. Sonst muss ich es irgendwie vorher hinschütten. Da ich ein Wasser brauche. Okay. Wo ist der Anzeige da? 69.000. Also, ich muss da wechseln. Ein bisschen Salz, was ist überbleiben? Hoppla, falsche Richtung. Das werden wir ganz schlicht und einfach da herladen. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber ich kann es nicht anders machen jetzt gerade. 4 und dann die 6. Ob Pfütze sieht man dadurch eh nicht. Ich muss ein Trinkwasser holen für die Äpfelbäume. Hätte letztens doch nicht so viel holen sollen. Das habe ich wieder nicht bedacht. Aber es fallen lernt man ja. Passt. Wird bei mir nicht ganz stimmen, aber. Gut. Und fertig sind wir. Jetzt mal weg. So, da und 4. Dann 4 dort nichts. Richtig. Jetzt habe ich die zweite, vierte, vierer Tasten, also nicht die vierer vom Sidepanel, sondern die vierer Tasten auf dem Lenker drauf, mit dem geht's. Damit habe ich dieses Problem auch schon gelöst. Jetzt weiß ich das. Das ist viel Wasser drin, das wollen wir jetzt abbrechen, weil so viel Wasser brauchen wir gar nicht. Den Rest werden wir halt dort baden. Na komm. Ich fahr gerade mit dem Kleinen, gell? Der ist ein bisschen schwach. Was wollte ich sagen? Ich will halt den Rest in den Wassertank bei die bei der Hopfenfabrik noch hinhauen, beziehungsweise werde ich mir überlegen, ob ich nicht einen kleinen Wassertank besorge,
Ein für die App folgt nachher zum Hin und Her fahren. Oder sonst besorgen wir ein großes Wasserfasel. Das werden wir alles nachher noch sehen. Zurzeit geht es so. Vom Kleid da durch, weil man da ist nichts drauf. Na komm. Schauen. Wasserplan 4. Und zwar. Jo, halt der Knummer. Aber wieder halt die 4 Bahn ein Kral zum Tauchen. Ich finde eh alles heraus, es braucht nur alles ein bisschen mehr so Zeit. Und den Schirm, den werden wir halt nachher für die Oliven müssen verwenden. Bei Oliven brauche ich ihn hundertprozentig, das weiß ich. Es sei denn, es ist noch ein Update umgeändert worden, aber wenn das ist, dann hoffe ich das heftig, dass ich es überhaupt noch drin haben. Muss jetzt gewesen sein. Schauen wir schon noch mal durch. Wasser ist voll. Ja, da hat das schon überall braucht, ein bisschen Wasser. Sehr schön. Schaut aber jetzt schon 66 Äpfel. Also das läuft. Da habe ich Trinkwasser, aber kein Dünger. Okay, tut aber Wasser, da habe ich kein Dünger mehr gehabt. Aber ist nicht schlimm. Die Äpfel reichen jetzt zur Zeit, bis aktiviert sind. Und ich krieg eigentlich von der Dieselfabrik eine. Und Dünger. Jetzt will ich nur schnell da eine schauen. Und zwar, das ist ja nicht voll, oder? Bei weitem nicht. Da hätte ich meinen Hänger voll machen können. Okay, bei weitem nicht. Wasserbecken entleeren. Wasserbecken befüllen. Sehr schön. Das läuft. Gut, dann Spulscheine. Sehr gut. Dann bringen wir ein Wasser, dann geht's wieder retour.
Schauen wir uns an Status von Clan. LK. Ob wir Deutschland kaufen sollten oder nicht. Ihr werdet halt höchstwahrscheinlich. Na, zuerst tun wir mal entscheiden, was da mal überhaupt aussehen jetzt. Auf unsere drei Felder. Weil das wir in der Nacht da machen. So als Abwechslung immer zwischen Armeen, weil wenn du die ganze Zeit nur herumfährst und mähst, da wirst du ein bisschen Kirre. Und aus diesem Grund hätte ich gesagt, machen wir das ein bisschen. Mache ich das in der Nacht und ein bisschen abwechselnd. Also auf 1, 5 und 14. Ah, schaut. Ich sehe jetzt auch okay. Die Ladestation vom Tablet. Gut, ja, dann machen wir das da wieder auf. Oder dann wir das halt aktivieren, schauen. Wir müssen nicht öffnen. Aha. Ah, Schaltkasten an. Okay. Ist ein Bast. Ah, was haben wir da? Also, uns fällt Raps, Sonnenblumen, Tritical, Spelling, Rai, was war schon Rai? Na, hab's nicht. Ja, das ist es ja. Ich hab's mir wohl aufgeschrieben, aber wenn man was sucht, findet man nichts. Oder? Nein, auf dem Zettel war es nicht. Also, aber da hinten. Da hinten aber ein Unterlagen auch. Da. Was haben wir da aufgeschrieben? Rocken vielleicht. Das könnte sein, dass es Rocken ist. Das wird sein. Ich habe zwar gerade nicht aufgeschrieben, Boss. Wie war? Aber Hops habe ich nur aufgeschrieben, dass das Hopfen ist. Ansonsten, Hops ist Hopfen. Millet Mischgetreide, Tritico Mischgetreide, Spellet Hirse. Ja, ist wurscht. Jedenfalls, ich werde dann. Auf halt, wie halt machen, weil. Okay. Ja. Ich war wieder heim. Das ist eine falsche Taste gedrückt und dann bist du schon wieder woanders. So, ich will halt auf jeden Fall eins machen, weil Dings krieg eine. Ein Stroh ausgekriegt, das heißt der Weizen oder Gerste oder irgend sowas. Und die anderen wir machen eins Raps und eins Sonnenblumen für die Dieselfabrik, damit ich dort immer was habe, auch nachher zu meinen starten. So wie ich das machen, also das wird sein, also bei der nächsten Folge, bei der morgigen. Ich hoffe, dass ich alles bis dorthin hinkriege, weil das ist jetzt. Ah, weh, ist ich was. Oh weh, oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh. Wie geht das? Wo war das schnell? Ich hab da auf mal 5. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Scheiße, scheiße. Ah, Teufel. Nee. Da.
Das ist Echtzeit. Scheibenkleister. Seit wann habe ich da mal 5 oder 3? Das ist es ja. Einmal falsche Tasten drückt und dann. Scheiße. Ja. Okay. Also, ich hab's wenigstens gesehen, es war nicht mit Absicht. Und wir sind wieder her um 6 Uhr, das heißt, ich hab 7 Stunden Zeit, um groß zu mähen und anzusehen. Und wie gesagt, einmal Sonnenblumen, einmal Raps. Und, sag schnell, was wollte ich noch? Weizen oder Gerste. Fürs Stroh. Da haben wir eher noch drinnen, deswegen wie als kleine Feld mit diesbezüglich Weizen oder Gerste, was wir auch nochmal Stroh zu erhalten. Damit die großen mit Raps und Sonnenblumen. Und Felder werden wir bei der nächsten Folge besorgen. Gut zusammen, also plant haben wir alles. Für mich war das Florarbeit, Fenster ist auch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.